Hallo, willkommen zu unserer nächsten Bewegungsaufgabe. Aber erst müssen wir uns umziehen. Okay, dann zeigen wir euch mal, worum es heute geht. Hi, wir zeigen euch heute, wie ihr eure eigene kleine Mini-Golfbahn zu Hause bauen könnt. Aber dafür braucht ihr ein paar Dinge. Nummer 1 ist ein Golfschläger. Ja, wir haben hier einen Hockeyschläger, ihr könnt zu Hause einfach einen Regenschirm nehmen und mit dem Griff spielen. Dann braucht ihr einen Ball, ich habe hier einen Tischtennisball, ihr könnt auch Flummi oder so etwas nehmen, Hauptsache es ist relativ klein. Und ihr braucht einen leeren Plastikbecher. Dann nehmt ihr entweder einen Trinkbecher oder einen größeren Joghurtbecher, die sind sogar ein bisschen besser. Hauptsache ihr wascht den vorher aus. Dazu müsst ihr euch noch ein paar Bücher raussuchen. Ihr braucht leere Klopapier oder Zewa-Rollen, einen Schwamm, Papier und ein bisschen Klebeband. Und dann wollen wir mal anfangen zu basteln. Um Minigolf zu spielen, braucht man natürlich auch erstmal ein Ziel. Und das bauen wir uns jetzt selber. Als erstes braucht ihr dazu einen Becher. Am besten nehmt ihr so einen großen Joghurtbecher, damit der Ball auch wirklich da reinpasst. Dann wollen wir versuchen zu verhindern, dass der Ball einfach wieder rausfliegt, wenn wir den da reingespielt haben. Dafür nehmen wir einen Schwamm. Ihr könnt aber auch irgendein Tuch nehmen, Hauptsache es ist weich. Und das stopfen wir ganz unten in den Becher rein, sodass es hier am Ende stecken bleibt. Als nächstes wollen wir versuchen zu verhindern, dass der Ball hier an einer Kante hängen bleibt. Und dafür bauen wir uns jetzt eine kleine Rampe. Ihr müsst dazu einfach ein kleines Stück Papier ausschneiden und klebt es dann mit Tesafilm in den Eingang vom Becher. So. Und damit nicht das passiert, was jetzt schon ein bisschen passiert, dass der Becher nämlich wegrollt, brauchen wir jetzt noch ein Buch. Und das schlagen wir in der Mitte auf und legen es einfach so über den Becher, damit der nicht mehr wegrollen kann. Und fertig ist das Ziel. Um ganz einfach zu beginnen, nehmt ihr das Ziel, was ihr gerade gebaut habt, mit der Menge zusammen. Und das legen wir irgendwo auf den Boden hin. Ja, hier zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich unseren Ball. Den legen wir hier hin. Und dann üben wir erstmal, einfach so den Ball in das Ziel zu spielen. Ja, stellt euch vor den Ball, ein bisschen in die Knie gehen, den Schläger gerade halten und dann probieren zu treffen. Okay? Das ist die einfachste Variante. Natürlich könnt ihr jetzt die Bahn gestalten, wie ihr möchtet. Und deswegen solltet ihr auch die anderen Gegenstände wollen, wie die Bücher und die leeren Klorollen. Und wie das aussehen könnte, das zeigen wir euch jetzt. Wenn ihr die Bahn jetzt anders gestalten möchtet, könnt ihr zum Beispiel Hindernisse in den Weg legen. Ich habe jetzt einen Stapel an Büchern und verteile die auf meiner Bahn. So, die könnt ihr natürlich hinlegen, wie ihr wollt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, darum trotzdem in das Ziel zu spielen. Zu den Hindernissen könnt ihr natürlich noch andere Sachen hinzufügen. Und deswegen solltet ihr euch diese leeren Klorollen oder Zewa-Rollen holen. Weil der Tischtennisball kaum da durchpasst, haben wir einmal die Zewa-Rolle in der Mitte durchgeschnitten, ja, so damit es ein bisschen größer wird. Und die lege ich jetzt einfach erstmal zum Üben hier in die Mitte. So, den Ball lege ich davor. Der rollt weg. Immer gucken, dass ihr das auf ebenem Boden macht am besten. Und jetzt muss ich durch die Rolle in das Ziel spielen. So, konzentrieren und zack. Und ist drin. Okay, das könnt ihr dann zu Hause so üben. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir das noch spannender machen können. Eine andere Art, wie wir die Bücher verwenden können, ist nämlich als Rampe. Wir hatten sie gerade eben als Hindernisse. Ihr könnt auch Bücher an den Rand legen, um die Spielbahn zu begrenzen. Bei einer richtigen Minigolfbahn ist es ja so. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht. Und wir können die Bücher als Rampe benutzen. Gucken, ob das funktioniert. Ich werde wahrscheinlich dann nicht das Ziel direkt treffen. Aber die Rampe funktioniert. Ja? Jetzt probieren wir mal, alles miteinander zu verbinden und eine richtig schöne Minigolfbahn zu bauen. So, wir haben uns jetzt eine richtige Bahn gebaut mit ganz vielen verschiedenen Hindernissen. Und wie das bei uns jetzt aussieht, das erkläre ich euch mal kurz. Also, der Start wird hier vorne auf dem Kasten sein. Das heißt, der Ball wird gleich hier liegen und muss dann erstmal durch das Rohr nach unten. Hier gibt es ein paar Hindernisse, die im Weg stehen.
Und dann kommt das nächste große Hindernis, nämlich die Rampe. Das heißt, der Ball muss über die Rampe, dann da vorne um die Kurve, hier, und dann durch die leere Rolle ins Ziel. Und wir zeigen euch jetzt, wie wir das einfach mal ausprobieren. Nein! Also aussehen, wenn ihr eure eigene Minigolfbahn baut. Ihr könnt kreativ werden und alle möglichen Materialien benutzen, die ihr findet. Und denkt dran, wie das beim Minigolf ist. Wer am wenigsten Schläge braucht bis zum Ziel, der hat gewonnen. Also könnt ihr in der Familie oder mit euren Geschwistern einen kleinen Wettbewerb daraus machen. Schickt uns auch gerne Fotos von euren selbstgebauten Minigolfbahnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.